Ich möchte dir jetzt das sogenannte Aktivitätsdiagramm in der Sprache UML erklären. Hier haben wir ein erstes Beispiel. Aktivitätsdiagramm bedeutet, dass hier eine Aktivität nach der anderen dargestellt wird. Wir haben jetzt hier einen Startknoten, dann gibt es lauter Aktivitäten. Hier in dem Fall wird das System des Museumsbesuchs dargestellt und das Ganze führt dann hin zum Endpunkt. Nachdem eben das Museum verlassen wird, ist dieser Museumsbesuch beendet. Schauen wir uns ein paar Fachbegriffe dazu an. Wir können hier Token, Kanten und Knoten unterscheiden. Token ist wie ein kleines Männchen, das sich hier durch diese Aktivitäten hindurch bewegt. Also eine Aktivität nach der anderen wird hier durchgemacht. Also vom Wunsch, in ein Museum gehen zu wollen, bis zur Suche nach einem interessanten Museum und so weiter. Und genau an der Stelle, wo eben gerade dieser ganze Ablauf ist, dort ist dieser Token unterwegs. Darüber hinaus haben wir Kanten. Kanten sind diese Verbindungslinien zwischen diesen Aktivitäten. Und die Knoten selber stellen dann diese Aktivitäten dar, die gerade jetzt momentan dann jeweils aktuell sind. Darüber hinaus haben wir natürlich noch andere Punkte, Startpunkt, Endpunkt, also Startknoten, Endknoten. Schauen wir uns weitere Begriffe an, sogenannte Aktion- und Objektknoten. Wenn wir uns hier wieder dieses System anschauen, des Museumsbesuchs, fängt es hier an und geht eine Aktion nach der anderen, wird hier dann durchgespielt und solche abgerundeten Rechtecke nennt man dann Aktionen, Mehrzahl Aktionen. Dann haben wir etwas Neues, den sogenannten Objektknoten. Der ist hier eckig eingezeichnet, hat also keine abgerundeten Kanten und stellt dann immer so etwas dar wie einen Datenspeicher. Du siehst, dass er hier eingezeichnet ist, ein bisschen überlappend mit der Grenze des Systems. Außerhalb des Museumsbesuchs ragt es also dann noch heraus. Das ist dann ein Wissensspeicher, der benötigt wird, um dann innerhalb unseres Systems dann etwas zu machen. Also wenn wir hier Suche nach interessanten Museum haben, dann gibt es hier zum Beispiel die Internetdatenbank, die abgefragt werden könnte bei der Suche nach einem interessanten Museum. Wo ist man, wo findet man zum Beispiel ein interessantes Museum? Das könnte man in eine Suchmaschine wie zum Beispiel Google eingeben. Das zeichnet man dann immer so einen Objektknoten. Wir kommen zum nächsten Bereich, das ist dann die Verzweigung. Man kann hier mit einer Raute eine sogenannte Verzweigung einzeichnen. Das würde bedeuten, wenn wir hier Suche nach einem interessanten Museum haben und wir wären nicht erfolgreich bei dieser Suche, dann würde das bedeuten, dass es hier eine Abzweigung gibt. Man schreibt das auch hier auf der Linie ein und man kommt dann zum Endpunkt. Eine andere Möglichkeit natürlich bei dieser Verzweigung ist, man ist erfolgreich bei dieser Suche und kann dann erst zum Museum fahren. Also eine Verzweigung hat immer eindeutige Bedingungen und dementsprechend auch dann eindeutige Verläufe. Also der Token geht dann entweder noch nicht erfolgreich zum Ausgang und so aus unserem System. Es wird dann also beendet, wenn ich also nicht interessant, ein interessantes Museum gefunden habe, wenn ich erfolgreich war, dann kann der Token weiter wandern und kann die Fahrt zum Museum dann aufnehmen. Ein weiterer Punkt ist dann hier noch die Gabelung. Gabelung bedeutet, dass hier der Token, der ankommt, spaltet sich auf in drei Tokens. Das wäre dann hier beim Betreten des Museums, steht dann der Museumsbesuch an. Wenn ich jetzt hier einfach Folien zurückgehe, dann siehst du hier noch Besichtigung einer Ausstellung. Und ich habe jetzt hier die Besichtigung einer Ausstellung ersetzt durch so eine Gabelung. Das bedeutet jetzt hier in einem Museum gibt es mehrere Ausstellungen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass hier zum Beispiel beim Museumsbesuch jetzt ein ganzer Bus unterwegs ist mit mehreren Leuten, dann kann es sein, dass die einen Leute dann in die Ausstellung A gehen, die anderen in Ausstellung B und die anderen in Ausstellung C. Und wenn alle diese Ausstellungen besucht haben, dann erst, also wenn wirklich alle Token dann wieder eingetroffen sind, dann erst kann zum Beispiel der Bus weiterfahren, der die Leute eben dann zum Museum gebracht hat. Und erst dann ist eben auch ein Verlassen des Museums dann tatsächlich möglich. Wir haben jetzt also hier die ganzen Begriffe kennengelernt, die man bei so einem Aktivitätsdiagramm benötigt.